Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Vielen Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 11. Wir nehmen auf am 13.05.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Karl. Ich grüße dich. Hallo Stefan. Ja, als erstes müssen wir hier vorab sagen, wir nehmen mal wieder Face-to-Face auf. Das ist die zweite Ausgabe, die ich jetzt mal hier versuche, auch mit jemandem aufzunehmen, dem ich persönlich gegenüber sitze und freue mich da sehr, sehr, dass das geklappt hat und dass wir uns jetzt hier gegenüber sitzen. Und bevor wir jetzt so richtig anfangen und richtig loslegen und die ganz harten Fakten klären, Karl, erzähl uns doch mal, ja, in welchem Verein bist du tätig, wie ist deine Altersklasse und was ist natürlich deine LK? Okay, mein Name ist Karl Dupré. Ich spiele derzeit für Rot-Weiß Troisdorf. Im Winter habe ich damit angefangen und werde auch die Sommersaison, sofern sie denn tatsächlich startet, dort spielen. Aber vom Grundsatz ist Grün-Weiß St. Tönis mein Verein. Genau, ich bin nämlich darüber gestolpert, als ich mir schon mal dein Spielerprofil angeschaut habe, dass du irgendwie bei ganz, ganz vielen Vereinen auch gelistet bist, oder? Ja, das liegt aber an dem zweiten Teil meiner Tätigkeit. Okay. Ne? Also ich bin ja Turnierveranstalter und wenn du Turnierveranstalter bist, dann kriegst du einen Zugang von dem Verein, wo du Turniere veranstaltet. Okay, gut, dann nehmen wir das noch nicht mal vorweg, sondern über welchen Verein wollen wir reden? Was ist denn dein Hauptverein, wo du sagst, okay, über diesen Verein müssen wir uns mal unterhalten, denn zu dem gehörst du? Ist es ein aktueller oder doch der, wo wir hier vielleicht gerade sitzen? Das ist natürlich der, wo wir gerade sind. Okay. Das heißt also Grün-Weiß St. Tönis verbringe ich, ich schätze mal, 50 Stunden in der Woche. Okay, dann erzähl mal erstmal, bevor wir sagen, was du hier die ganze Zeit machst, also ich sehe im Hintergrund, wie schon ein paar Leute spielen, denn wir sitzen hier auch irgendwo. Erstmal, wo befinden wir uns denn hier gerade? Wir sind in den Clubräumen, das heißt also, der Clubraum ist noch 70er-Jahre-Style. Ja. Aber der Vorstand versucht also gerade hier so ein bisschen was zu ändern und das alles ein bisschen moderner und attraktiver zu gestalten. Da gibt es ja ein Sportförderprogramm vom Landessportbund und da versuchen wir Mittel zu generieren, damit wir das auch von innen hier wieder sehr, sehr schön machen können. Okay, weißt du, wie lange das Ding hier schon steht? Also wirklich 70er Jahre oder ist das jetzt nur so eine vorsichtige Schätzung vom Stil her? Da hinten ist ein Grundstein, aber ich kann es nicht mehr genau sagen. Nein. Okay, ja, kein Problem. Dann vielleicht mal zur Anlage. Also wie gesagt, ich sehe im Hintergrund, wie ein paar Leute auch spielen, schon wieder kräftig, denn wir dürfen ja endlich wieder spielen. Wie viele Plätze habt ihr denn hier? Genau seit anderthalb Jahren haben wir 2 Plätze mehr und sind jetzt bei 9 Plätzen. Okay, weil ihr groß gewachsen seid, brauchtet ihr 2 Plätze mehr oder wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, dass sich das Hobby-Tennis, das Breitensport-Tennis einfach geändert hat. Der Hobby-Tennisspieler möchte einfach nicht mehr warten auf einen Platz, was vielleicht früher der normale Standard war, dass man zum Platz gefahren ist und gesagt hat, ja, dann warte ich halt eine halbe Stunde auf dem Platz oder eine Dreiviertelstunde, bis jemand fertig ist. Sondern heute will man zum Verein fahren und man möchte spielen. Und dann haben wir natürlich diverse Vielspieler mit dabei. Und haben dann gesagt, wir erweitern und bauen 2 neue Plätze mehr. Okay, wie lange dauert das, bis so 2 Plätze stehen? Also ist das irgendwie so eine Saison, wo das nebenbei mal gemacht wird oder zieht sich das irgendwie über länger hin? Wenn der Grund im Prinzip fertig ist, also sprich die Firma, die den Platz baut, kann anrollen und es ist alles Plan, dann kann so ein Ding, glaube ich, in 2-3 Wochen kann das stehen, inklusive Zäune drumherum. Okay. Und die ganze Infrastruktur, das geht relativ zügig. Okay, super. Dann die Frage, habt ihr auch irgendwie Möglichkeit in der Halle zu spielen oder ist hier nur im Sommer Hochbetrieb und sonst habt ihr keine Möglichkeit im Verein irgendwie auch nochmal euch im Winter zu betätigen? Wir haben das große Glück, dass direkt in Lage von circa 50 Metern eine Halle ist, die auch vom aktuellen Haupttrainer, Cheftrainer, Vereinstrainer betrieben wird, sodass wir sehr, sehr schnell Zugang haben, um auf Plätze zu kommen. Zum Beispiel auch, wenn in der Sommersaison es draußen regnet und wir leider von den Plätzen weg müssen, dann dauert das für uns Trainer 10 Minuten. Wir nehmen unsere Bälle mit und schon
können wir in der Halle das Training weiter fortführen. Das ist natürlich ein bisschen Luxus, den wir uns hier gönnen können. An wie viele Plätze habt ihr da in der Halle? 5. Okay, also dann ist es wahrscheinlich auch ausreichend, wenn ich sehe, hier sind dann 9 Plätze drin, sind 5, also sind die auch dann einigermaßen gut ausgelastet, aber nicht so, dass man halt zu wenig hat für die Leute, die irgendwie Bock haben zu spielen im Winter. Für uns aus dem Verein ist sicherlich, wir haben natürlich als erstes Zugriff drauf durch unseren Oliver Moors und können dort als erstes zugreifen, auch gerade fürs Vereinstraining. Ja. Ansonsten, ja, also die Halle ist sicherlich immer jeden Abend bis sicherlich 20, 21 Uhr ausgelastet. Danach darf gerne noch jemand kommen. Okay. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal fragen, also weil wir jetzt hier den Verein hier haben und du ja noch beim anderen Verein jetzt deine Medenspiele und sowas austrägst, kannst du zu dem auch was erzählen? Also wie du auf den gekommen bist und warum du jetzt auch da spielst, ist dir, also ohne vielleicht zu viel vorwegzunehmen, ob es jetzt auch nur an deine Pläne liegt, wie hoch du irgendwie noch hinaus möchtest oder so, gibt's erstmal, was ist der andere Verein und wie bist du denn zu dem gekommen und was unterscheidet denn den Verein von diesem hier? Die Vereine unterscheiden relativ wenig. Der St. Tönisser Verein hier ist ein ganz klarer Breitensportverein. Mhm. Das heißt, wir spielen zwar mit der Herren 40 Mannschaft. Stimmt, ich glaube, ich hatte mein Alter vorhin gar nicht gesagt. Geschickt am Umgang, ja. 47 Jahre alt und LK 7. Die beiden unterscheidet wirklich nichts, diese beiden Vereine. Mhm. Ich spiele dort genauso zweite Verbandsliga, wie ich hier zweite Verbandsliga spiele. Es war einfach so, dass wir in der Wintermedenrunde hier keine Mannschaft gestellt haben. Und die Jungs, die ich dort kennengelernt habe, die waren einfach nett. Ich kenne die Jungs von unseren Mallorca-Reisen, die waren damals mit dabei. Wir veranstalten also auch Trainingscamps auf Mallorca. Und mit dem ich das zusammen mache, der spielt halt für Rot-Weiß-Troisdorf. Und ja, dann ist es ja auch mal ganz schön, vielleicht mal für einen anderen Verein zu spielen. Also grundsätzlich, die beiden Vereine sind beide nett. Genau, aber dann hast du schon mal so einen Stichpunkt mir auch genannt. Und zwar der Stichpunkt heißt Verbandsliga. Das sind ja schon sehr, sehr hohe Ligen. Ich habe auch gesehen, dass der Verein in Troisdorf auch eine Herrenmannschaft, die in der Oberliga spielt, hat. Weißt du, wie das zustande kommt? Also das ist eine sehr, sehr naive Frage, aber wie kriegt es ein Verein, sagen wir mal, hin, sich so hoch in irgendeiner Form zu etablieren? Ist das Zufall, weil sich da einfach die richtigen Leute mit der Zeit gefunden haben? Oder ist sowas oft irgendwie auch ein Stück weit forciert, weil man sagt, ey, wir wollen jetzt hier irgendwie auch mal eine Mannschaft haben, die irgendwie was richtig gut reißt? Also hast du irgendwie Einblicke oder kannst sagen, wie sowas zustande kommt? Also wenn ich jetzt mal sagen würde bei meinem Verein, ey komm, ich möchte mit unserer Herrenmannschaft aber unsere Herren sollen in 3, 4 Jahren so und so spielen. Kriege ich das hin oder muss man da was anderes machen? Ich weiß nicht, wie gut du finanziell situiert bist. Also von da aus kann ich das nicht sagen, ob du das hinkriegst. Mit das kleine Tennis wirft leider nicht das große Geld ab. Ich kann nur mutmaßen so ein bisschen, wie es in Troisdorf gelaufen ist. Also Rot-Weiß Troisdorf hat gleichzeitig erstmal einen A-Trainer dort vor Ort. Ja, das ist also schon mal sicherlich ausschlaggebend, wie stark der Trainer dort ist. Und dann geht es weiterhin, dass, glaube ich, Troisdorf gewisse Geldmittel zur Verfügung hat, um solche Leute halten und bezahlen zu können in irgendeiner Form. Ja. Und dann findet wohl dort auch das Verbandstraining direkt auf der Anlage statt an 2 Tagen. Das heißt also, die ganzen guten Spieler, die hast du dort erstmal zur Verfügung. Der dortige A-Trainer ist auch zeitgleich Verbandstrainer. Und das ist das, was ich mutmaßen muss. Mhm. Das, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob jemand dort viel Geld bekommt. Mhm. Aber wenn ich natürlich erstmal die Möglichkeit habe, die Leute dort vor Ort zu sehen, zu präsentieren, ich den Trainer auch noch bekomme, die mit dem Trainer hochgradig zufrieden sind wahrscheinlich, sonst wären sie ja nicht da, dann ist die große Möglichkeit da, dass man die Spieler, die aus allen möglichen Regionen kommen, wahrscheinlich nicht gerade unbedingt in Troisdorf wohnen, den Weg auf sich nehmen und für Troisdorf spielen.
Okay, also auf gut Glück werde ich wahrscheinlich dann nicht mit der Mannschaft nach oben gespült werden, sondern natürlich steckt da wie immer harte Arbeit und auch entsprechendes Engagement von den Leuten, auch finanzieller Natur dahinter, die da wahrscheinlich, sagen wir mal, positiven Einfluss drauf haben. Ja, okay, so wird es sein. Jetzt zum Verbandstraining vielleicht mal was. Erstmal muss ich, glaube ich, fragen, in welchem Verband sind wir hier eigentlich? Ich glaube, das ist noch gar nicht so transparent, weil auch die ganzen Wörter Troisdorf und St. Tönnes. Welche Stadt, wo befinden wir uns hier eigentlich und in welchem Verband sind wir hier eigentlich, damit die Hörerinnen und Hörer das auch wissen? Richtig. wir sind hier in der Nähe von Krefeld, also in St. Tönnes. Die Stadt heißt selber Tönnesforst. Verband ist hier der Niederrhein, Verband Niederrhein. Troisdorf liegt dann wieder für den Verband Mittelrhein, das heißt also Nähe Köln. So. Das Verbandstraining dort bezieht sich dann halt auf die Kölner, den Kölner Bereich. Gibt es in so einem Verband auch mehrere Stützpunkte quasi, wo Verbandstraining ist? Weißt du das? Oder ist das dann wirklich dann Troisdorf das Ding, wo quasi alle hin müssen, um zu trainieren? Da bin ich tatsächlich, was den Mittelrhein angeht, annähernd überfragt. Okay. Es gibt natürlich einen Leistungsstützpunkt, der liegt in Köln, in Chorweiler, wo vielleicht Verbandstraining stattfindet. Vielleicht gibt es da mehrere Stützpunkte. Für den Verband Niederrhein kann ich sagen, dass der Leistungsstützpunkt bei uns in Essen ist, unter Leitung von Björn Jakob, bei dem ich damals auch mein Praktikum zum B-Trainer gemacht habe. Vielen Dank, lieber Björn. Ja, wenn er das hört, dann wird er sich sicher freuen, dass er hier, oder hoffentlich freuen, dass er hier erwähnt wird. Ich werde das bekannt machen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber dann hast du doch schon, finde ich, eine kleine Brücke geschlagen, dass wir jetzt mal ein bisschen auf dich gucken. Ich glaube, jetzt haben wir genug gehört über die Vereine, wo du dich hier so rumtreibst. Und jetzt wollen wir mal wissen, was du hier auch machst. Und da ist natürlich die erste Frage, wann hast du angefangen, Tennis zu spielen? 2007, das war mein Start. Ja, und 2007, wer rechnet, und man weiß aus einer Folge in der Vergangenheit, dass ich manchmal nicht so gut rechnen kann, aber jetzt kriege ich das hin, das ist noch gar nicht so lange her, das ist, sagen wir mal, erst 13 Jahre her. Und du hast dein Alter auch schon genannt, da ist jetzt die Frage, warum so spät? Das muss ich die Schuld ganz klar meiner Tochter geben. Sie hat erst mit 6 Jahren angefangen und ich bin dann nachgezogen. Das heißt, ich komme vom Fußball, war dort auch Fußballtrainer und dann, hat mich das Tennis nachher angefixt. Für Fußball wurde ich auch immer älter und die Jüngeren sind einfach an mir vorbeigezogen. Die Erfolgserlebnisse waren dann im Fußball nicht mehr ganz so groß. Der Spaß war zwar noch da, aber Tennis war dann relativ schnell mein Sport. Okay, dann hilf mir mal beim Fußball. Gibt es da auch dann, sagen wir mal, Kategorien, wo man in höheren Altersklassen irgendwann unterwegs ist? Oder ist dann wirklich so, du musstest dich dann entweder mit den, weiß nicht, relativ jungen oder den ganz, ganz alten irgendwie herumschlagen und hattest da die unattraktive Wahl dazwischen, entweder zu, sagen wir mal, zu jung oder zu schlecht? Oder wie vernichtend ist denn so ein Karriereende als Amateur-Fußballspieler? Total vernichtend. Okay. Nein, du hast ja nur die normale Klasse, also wenn du ins Erwachsenenalter reingehst und kannst dann nachher bei den alten Herren spielen. Leider ist es dann allerdings auch so, dass mittlerweile auch bei den alten Herren sehr, sehr viel Jüngere dann noch dabei sind, die vielleicht in den normalen Herrenmannschaften nicht zum Zuge kommen. Und irgendwann war Fußball dann halt wirklich einfach vorbei. Dann bist du quasi dann zum Tennis rübergewechselt und dann ist jetzt, was mich interessieren würde, hat dir irgendeine Fähigkeit, die du beim Fußball hattest, zum Einstieg beim Tennis irgendwas erleichtert oder warst du dann wirklich erstmal so auf von null, du musst eigentlich alles neu lernen? Ich meine, ich würde ja sagen, man muss wahrscheinlich sogar das Laufen quasi neu lernen, weil man sich ja doch ein bisschen anders auf dem Tennisplatz bewegt, auf dem Fußballplatz. Wie ist denn das gewesen, so der Einstieg für dich? Also konntest du aus dem Fußball was mitnehmen? Ich glaube, das räumliche Denken, wohin jemand den Ball unter Umständen spielt, das hilft dir schon mal. Mhm. Es hilft dir, dass du weißt, wie der Ball abspringt. Ja, dieses Absprungverhalten des Balles ist relativ ähnlich, auch wenn der eine ein bisschen größer ist. Und das Laufen ist ein bisschen anders, aber es hilft dir natürlich schon, wenn du vom Fußball kommst, immer wieder 90 Minuten problemlos durchlaufen zu können. Hm. Ja, also klar, im Tennis sind kleinere Schritte erforderlich,
Aber jeder gelernte Tennisspieler, der dann nicht wirklich super, super gut ist, der mag es ja auch nicht so besonders gerne, gegen Fußballer zu spielen, weil er genau weiß, dass die auf der anderen Seite laufen können. Ja, ich glaube, dann hast du sogar eher den Vorteil, weil ich glaube, der umgekehrte Schritt, die Ausdauer beim Fußball ist eine ganz andere von dem, was irgendwie gefordert wird, weil man viel, viel länger und mehr sich bewegt, weil ich bin zum Beispiel ein furchtbar schlechter Jogger, also auch furchtbar langsam dabei und so weiter. Und auf dem Platz bin ich eigentlich, würde ich sagen, relativ schnell und kann mich recht gut bewegen, weil auch immer nur so kürzere Sprints irgendwie oder kürzere Bewegungen gefragt sind. Von daher hast du wahrscheinlich sogar den richtigen Umstieg gemacht. Andersrum wäre es wahrscheinlich ja für mich unmöglich, überhaupt noch Fußball, sagen wir, ob die, also nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger, die richtige Ausdauer zu bekommen. Ich glaube, beides ist möglich. Ne? Ich glaube tatsächlich, beides ist möglich. Es ist leider einfach so, egal welche Ausdauer hast, du musst diesen Ball übers Netz in dieses Feld reinbringen. Wenn du das häufig genug kannst, dann geht es mit dem Erfolg relativ schnell. Genau, und dann, bevor wir mal zu deinem Erfolg kommen, wie das dann losging, eine Sache, die mich in Vorbereitung sehr, sehr interessiert hat. Der Jonas hatte uns in, ich glaube, Ausgabe 6, war auch ein Späteinsteiger, hat erzählt, was er anders machen würde. Und zwar, dass er sich am Anfang Einzeltraining nehmen würde, um besser in den Sport reinzukommen. Und jetzt ist mal meine Frage: A, hast du Einzeltraining genommen? Und B, frage ich gleich. Sag erstmal, ob du Einzeltraining genommen hast oder nicht zum Einstieg. Wie ist es denn bei dir losgegangen? Ich habe tatsächlich Einzeltraining genommen. Also, ich habe tatsächlich hier bei unserem Oliver Moors habe ich Training genommen und. Es war auch sehr, sehr hilfreich, dann die Schläge auch vernünftig zu lernen. Genau, also das ist wahrscheinlich eine Sache, die du unterschrieben hast, als du es vielleicht gehört hast, als er gesagt hat, man sollte vielleicht mit dem Einzeltraining anfangen, erst recht, wenn man so spät vielleicht erst einsteigt. Oder gibt es auch, sagen wir mal, Gründe, warum man als Anfänger mit Gruppentraining anfangen könnte oder dürfte? Jetzt mal die finanziellen Gründe außer Acht gelassen. Also klar, das ist immer ein Grund, aber sagen wir mal, technisch und um das Spiel zu erlernen, ist das wahrscheinlich doch das, was man den Leuten, sagen wir mal, im höheren Einstiegsalter empfehlen würde. Alles macht Sinn. Okay. Also sprich, ich bin ja jetzt gleichzeitig auch auf der Trainerseite. Zweiertraining würde ich also für die Einsteiger mindestens empfehlen, weil der Trainer sich dann jeweils immer auf eine Seite fokussieren kann und kann an den technischen Defiziten arbeiten. Also das hilft auf jeden Fall. Und dann muss man spielen. Und das vermute ich, hast du auch am Anfang sehr, sehr viel gemacht, denn ich unterstelle einfach mal, wer innerhalb so kürzester Zeit in die LK7 hochsteigen kann, der hat das nicht nur gemacht, weil er dann irgendwie zweimal die Woche Tennis gespielt hat. Wie war denn der Einstieg bei dir? Also wie heftig ging es denn los? Wie oft hast du gespielt? Wie oft hast du trainiert? Hast du da noch sagen wir mal, Erinnerungen? Denn so lange ist es ja noch gar nicht her. Ich trainiere also immer noch, ne? Also auch jetzt noch. Damals war es mindestens eine Einzelstunde in der Woche. Und aber gespielt, also das meiste, was ich mal gespielt habe, das lag aber mehr an meinem Trainingspartner, mit dem ich sehr, sehr viel gespielt habe. Das waren 7,5 Stunden am Stück. Da bin ich allerdings zwischendurch dann auch mal vom Platz gegangen. Also ich bin sicherlich ausdauernd, aber das war mörderisch. Aber der wollte einfach nicht aufhören und vor allen Dingen hatte der vorher schon mit einem anderen Kollegen 2 Stunden gespielt. Das heißt, der stand 9,5 Stunden auf dem Platz. Aber das war Wahnsinn. An dem Tag hat dann damals Rafael Nadal gegen Fernando Verdasco noch Australian Open gespielt. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Als ich mir dann zwischendurch einen Snickers geholt habe, weil ich völlig unterzuckert war, habe ich das Spiel nochmal ganz kurz eben reingeguckt. Also du nochmal, also aber du hast dann auch wirklich am Anfang schon nicht nur lang, sondern auch oft gespielt. Ja. Okay. Ja. Also quasi sofort angefixt und sofort gemerkt, okay, Feuer und Flamme. Hattest du das Fußball dann schon vorher sein lassen oder ist das dann so parallel gelaufen und irgendwann war es halt nur noch Tennis einfach, weil Fußball dann dann wirklich dann irgendwann schrittweise abgesägt wurde oder war das wirklich ein härterer Cut, der bei dir dann irgendwie vorgenommen wurde? Nee, es war ein härterer Cut. Okay. Oh, also ich habe mit Fußball aufgehört und bin dann direkt zum Tennis gegangen.
Gut, dann war dann auch gleich quasi so dieses, ja, du hast ja schon gesagt, du bist inzwischen auch Trainer und so, war das so in deinem Kopf auch drin, dass das vielleicht so ein Szenario ist, dass du dann irgendwann in ein paar Jahren als Tennistrainer arbeiten wirst oder war, also dass es dann wirklich auch so eine berufliche Grundlage für dich wird oder war das dann erstmal nur, ja, irgendwie die, also komplett nur die Freude daran, irgendwie einen Sport gefunden zu haben, der jetzt einfach für dich super funktioniert? Nein, dass ich das irgendwann zu Beruf machen werde, war überhaupt nicht, sondern ganz zu Anfang sagte ich ja schon, meine Tochter hat mit dem Sport eigentlich angefangen. Und es war dann nachher einfach so, dass ich mit meiner Tochter Zeit verbringen wollte und dann mit ihr auf den Tennisplatz gehen wollte. Und es war damals so, dass ich halt auch im Fußballbereich meine Trainerscheine gemacht habe und erst dann Fußball mehr oder weniger richtig verstanden habe, es mehr hinterfragt habe. Und habe hier dann auch zeitweise mit jemandem Tennis gespielt, der halt an die 60 war, den ich nie besiegen konnte zu dem Zeitpunkt, der immer schon da stand, wo ich den Ball hingespielt habe. Ne? Und ich mich halt immer gefragt habe, wie funktioniert das? Ich schlag härter, ich laufe schneller und der andere gewinnt. Ja, dass ich dann meinen Trainerschein gemacht habe, um meine eigene Tochter trainieren zu können und den Fußballbereich halt komplett auslaufen habe lassen. Okay. Und dabei, als ich das jetzt gerade erzählt habe, fällt mir halt tatsächlich ein, dass es doch gar nicht so ein härterer Schnitt war. Das tut mir leid. Ich muss mich da korrigieren, denn unsere erste Mannschaft, die hier auch sehr, sehr vernünftig Tennis gespielt hat, da hat mich dort die Nummer 1, Tim Birnbrich, angesprochen gehabt und gefragt, ob ich denn nicht nochmal Lust hätte, den Trainerjob zu übernehmen. Mhm. Und er hätte ein paar Jungs und dann habe ich nochmal für 2 Jahre lang habe ich nochmal hier eine Mannschaft im hiesigen Fußballverein mhm. übernommen. Und habe dann hier eigentlich die Tennisleute im Fußballbereich trainiert. Interessant. Gut, aber dann, bevor wir dann vielleicht auf deine spielerische Laufbahn eingehen, dann greifen wir mal ein bisschen vorweg an deine Trainerlaufbahn. Wann ist denn das dazu gekommen, dass du dich quasi entschieden hast, jetzt auch die Trainerscheine zu machen und auch quasi Training zu geben? Und wie schnell wurdest du dann quasi auch Vollzeittrainer? Trainerschein, ja, ich denke, 3 Jahre nachdem ich angefangen habe, also 2010 müsste es ja dann so gewesen sein, habe ich den ersten Trainerschein gemacht und habe dann nie vorgehabt, das beruflich zu machen, sondern ich habe es gemacht für mich, um mein Tennis zu verbessern und vor allen Dingen halt, um die Zeit mit meiner Tochter auf dem Tennisplatz zu sein. Aber da muss ja dann irgendwann der Switch gekommen sein, dass man irgendwann sagt, okay, ich mache das jetzt doch beruflich. Dann wäre jetzt erstmal die Frage, wie viele Stunden in der Woche oder so musst du gerade oder musst, gibst du gerade Training? Also ist das so wirklich klassisch 40, also 40 Stunden Job plus minus irgendwas, den du gerade damit betreibst oder hast du noch irgendeine andere, sagen wir mal, Einkommensquelle? Oder ist das das Hauptding? Also ich will nur wissen, ist das dein Hauptjob? Es oder? Es ist tatsächlich mein Hauptjob. Okay. Ja, und die Stundenanzahl variiert. Hm, klar. Ja, variiert. Also wir haben hier Gott sei Dank relativ viele Kinder im Training, so dass die Nachmittage gut gefüllt sind. Ja, es dürfen natürlich gerne immer mehr kommen, aber wir sind mit 2 Trainern oder 2 hauptberuflichen Trainern da und haben noch nebenberufliche Trainer, die für den Oliver Moors Training geben. Wie gesagt, gerne mehr, aber so kommen wir gut mit der Stundenzahl an. Und wann war es soweit, dass du gesagt hast, also war das auch wieder so das Ding, war es so ein schleichendes Ding, okay, ich werde jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Stunden Trainer, 20 Stunden Trainer und am Ende war es Fulltime oder war das auch so ein, vielleicht so ein Ding, wo du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt probierst du irgendwie mal eine Saison einfach Trainer zu sein und wenn das klappt, dann ziehe ich das einfach weiter durch. Wie ist denn das gekommen, dass du quasi jetzt den Haupteinkommen aus dem Tennis quasi bezogen wird? Das ist, als ob wir uns jetzt vorher abgesprochen hätten. Das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, so 10 Stunden Training in der Woche würde ich gerne neben meinem eigentlichen Beruf, würde ich gerne geben, so, damit sich der Invest, den du getätigt hast für den Trainerschein, denn der ist im Gegensatz zum Fußball relativ teuer, finde ich, so,
dass du das wieder irgendwann an Geld wieder reinbekommst. Wie teuer ist der? Gibt's, also weißt du, wie teuer das ist, wenn ich irgendwie Trainer werden möchte, so, also mit der Ausbildung, die du jetzt quasi gemacht hast, gibt es da irgendwie so offizielle Zahlen, die du mir nennen darfst? Natürlich. Du liegst, glaube ich, bei 880 Euro im TVN für den C-Trainer. Dazu kommt natürlich irgendwo dann auch noch der Ausfall deines Geldes, oder du müsstest dir ja jetzt in dem Fall als Angestellter Urlaub nehmen, dann hast du ja keinen Geldausfall. Wenn du aber im selbstständigen Bereich arbeitest, dann musst du die Stundenzahl ja in irgendeiner Form wieder nachholen oder das auch als unbezahlten Urlaub nehmen. Genau, aber du bist inzwischen auch B-Trainer, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch gelesen? Nee, ich habe danach tatsächlich weitergemacht und habe bei der Ute Strackerjahn und ihrem Team in Kamen, also im Nachbarverband WTV, Westfälischer Tennisverband, habe dann dort meinen B-Trainer gemacht. Und wie viel muss man da auch mal drauflegen und was für Voraussetzungen muss man erfüllen? Also da wird man, also wahrscheinlich kann ich nicht mal eben hier B-Trainer werden, sondern du musst ja wahrscheinlich auch irgendwie nachweisen, dass du auch ja befähigt dazu bist. Also kannst du mal so den Unterschied vielleicht sagen, so zwischen C- und B-Trainer und halt, was mich das dann auch kostet, wenn ich mich B-Trainer nennen möchte? Wahrscheinlich habe ich den C-Trainer so vom Geld her behalten. Vielleicht hatte ich damals etwas weniger Geld, aber beim B-Trainer bin ich tatsächlich überfragt, okay, kein Problem. Wie teuer es war. Dann einfach mal den Unterschied. Das weiß ich nicht. Vielleicht waren es 1200 Euro. Ich glaube, er war ein bisschen teurer. Aber was du dort an Qualität geboten bekommst, ne, und da möchte ich gerne auch wirklich den Westfälischen Tennisverband mit der Ute dort deutlich hervorheben. Das war eine sensationelle Ausbildung. Es hat immer unfassbar viel Spaß gemacht. Und die Ute war wohl selber mal bei Wimbledon dabei, und zwar nicht nur als Zuschauer. Die ganzen Trainer dort vor Ort, die dich dort mit begleiten, haben mal auf der WTA oder auf der ATP mal Spieler mit trainiert, nebendran, wir sind im Trainerlehrgang, kommt auf einmal Jan-Lennard Struff an dir vorbeigelaufen, der dann dort mal ein bisschen Bälle schlägt. Und was heißt ein bisschen Bälle schlägt? Das Ding, das schlägt ganz schön ein. Ja, du bist halt sehr, sehr nah dran. Du bist so nah dran, dass du dann auf einmal mit Carsten Ahrens, damals gerade eben, glaube ich, nicht mehr Bundestrainer im Tennis, und Jan-Lennard Struff zusammen duschen gehst. Also ganz normale Menschen, wo du dich auch ganz normal mit unterhalten kannst. Und richtig schön. Und was, also du hast quasi dadurch, sagen wir mal, mehr Know-how und Fähigkeiten, wie du dann deine Tennisschüler auch trainieren kannst. Also du lernst da wirklich dann nochmal Sachen dazu, mit denen du vorher quasi wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was ist nochmal dieses, also könnte man sich die Sachen auch selbst erschließen, wenn man einfach akribisch Trainer ist und sich Sachen probiert selbst beizubringen? Oder ist dieser Lehrgang wirklich dafür, dass du wirklich nochmal dein Level nochmal als Trainer auf eine deutlich andere Stufe hebst? Also hast du das auch wirklich gemerkt? Also ohne dir jetzt diese Ausbildung vielleicht im Schlecht reden zu wollen, aber... Nein. Also für mich persönlich war es völlig unabdingbar, dass ich sowas mache. Sobald also der WTV eine Ausbildung oder eine Fortbildung anbietet, dann, und ich habe irgendwie ein wenig Zeit, dann bin ich auch sofort wieder da. Das Gleiche gilt auch für den Tennisverband Mittelrhein, die so Module machen. Ich kann es wirklich nur jedem Trainer empfehlen oder jemand, der den C-Trainer-Lehrgang gemacht hat, sich gerade an diese beiden Verbände zu wenden, die dort unfassbar viel Wissen mitgeben und wirklich verschiedenste Bereiche auch ansprechen. Ne? Also für mich persönlich, ohne die B-Trainer-Ausbildung, würde ich auf verschiedenste Details bei den Spielern einfach nicht achten. Merkt man das auch an den
den Leuten, die du jetzt trainierst, also wie drücke ich es aus? Also trainierst du jetzt auch, sagen wir mal, talentiertere und bessere Leute oder bildest du einfach nur alle Leute besser aus? Also steigert sich quasi auch die Qualität der Leute, die überhaupt zu dir kommen? Also spielt das da auch eine Rolle oder ist es wirklich eher so, du bringst die Leute jetzt einfach besser voran? Also da müsste man die Leute jetzt fragen, ne, die ich trainiere, ob ich sie besser voranbringe. Ich versuche mein Bestes und mir fallen vielleicht jetzt Dinge auf, die mir vorher nicht aufgefallen wären. Bessere Leute trainiere ich deshalb nicht. Nein. Ja, also ich bin ja hier im Verein mehr oder weniger gebunden. Natürlich darf ich überall Trainerstunden geben, aber ich trainiere ja im Speziellen die Leute, die hier im Club sind. Okay, also du trainierst in Anführungsstrichen auch jeden und wenn ich hier im Club wäre, würdest du mich auch trainieren. Das wäre dann nicht unter deiner Qualifikation. Nein, definitiv nein, auch wenn ich dich nicht habe spielen sehen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der so viel Begeisterung fürs Tennis und so viel Zeit jetzt dort aufwendet, dass er nicht die Murmel auch vernünftig trifft. Mal besser, mal schlechter. Ich war ja die letzten Tage ein paar Mal auf dem Tennisplatz und man merkte nach der Corona-Pause, dass es nicht mehr alles so gut geht wie früher und auch die Ausdauer deutlich nachgelassen hat. Aber inzwischen, ja, manchmal treffe ich den Ball schon. Also ich glaube, wir hätten miteinander Spaß. Ja. Super. Zu deinem Trainer, zu deiner Trainertätigkeit. Doch eine Sache noch. Ich habe noch gesehen, du bietest auch sowas an wie Cardio-Tennis, Cardio-Training. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Stichpunkte fallen? Also was ist da vielleicht besonders anders? Warum sollte man das machen? Warum sollte man es nicht machen? Warum sollte man es machen? Also wer sowieso schon Spaß hat am Tennisspiel, der begeistert sich wahrscheinlich auch relativ leicht für Cardio-Tennis-Training. Leider unsere Genossen, nämlich Männer, deutlich weniger als Frauen. Das heißt, ich biete es jetzt hier im Club zweimal in der Woche an. Im Sommer natürlich ein bisschen schwerer. Cardio-Tennis-Training ist halt Tennis mit Musik. Mhm. Das heißt, du hast bestimmte Stationen, die du durchläufst. Ob du da jetzt gerade Seilchen springst oder ob du über Hütchen springst oder ob du einen Ausfallschritt machst oder ob du mit einem Medizinball arbeitest und dann vielleicht demnächst besser aufschlagen kannst oder einfach wirklich nur den Ausdauerbereich fürs Tennis erhöhen möchtest und dabei gleichzeitig Tennis zu spielen. Also das ist, ich glaube, so eine Art Aerobic mit Tennis. Ich glaube, also mit dieser Beschreibung, ich will nicht zu seinen Geschlechterklischees irgendwie abdriften, aber ich, es klingt schon so, dass das eine Sache ist, die erstmal nicht so viele Männer irgendwie anspricht, weil es so nach Gesundheitssport irgendwie klingt. Und das war immer so mein Gedanke, ich konnte mir nie was unter Cardio-Tennis vorstellen. Du bist der Erste, der mir das irgendwie erzählt hat, weil ich war auch mal in einer Tennisschule und habe da wurde auch Cardio-Tennis angeboten und ich habe niemals nachgefragt, weil ich dachte, ja, irgendwie klingt das so, nee, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ich will eigentlich nur auf den Ball irgendwie draufprügeln. Und das ist ja gerade vielleicht auch im Herrenbereich immer so ein bisschen mehr verbreitet als vielleicht unter den Damen, die dann vielleicht auch das auch unter Umständen machen, um irgendwie sich fit zu halten und irgendwie solche Sachen zu erledigen. Also das könnte vielleicht der Grund sein, warum die Mann-Frau-Quote da vielleicht ähnlich ist wie hier im Podcast, weil es das hier ja auch nicht so einfach ist und dafür ist bestimmt auch Gründe gibt, warum Frauen sich nicht so einfach ins kleine Tennis hineintrauen. Das ist schade, dass Männer da so denken. Ich habe ja irgendwann diesen Cardio-Tennis-Trainerschein dazu gemacht. Musste halt auch eine gewisse Fortbildung mitmachen. Wir waren mehrere Männer und wir hatten unfassbar viel Spaß dabei. Ich hätte mir also durchaus vorstellen können, das deutlich, deutlich länger noch zu machen, wenn ich nicht so kaputt gewesen wäre. Okay, also es war wirklich so fordernd, wie man sich das dann jetzt vielleicht vermuten kann von den Erzählungen, die du hast. Also du bist danach wirklich auch fertig und auch gut ausgepowert. Ich lade dich gerne ein. Am Freitag um 19 Uhr findet nochmal ein Cardio-Tennis-Training statt. Du bist mit Sicherheit der Jüngste dann dort. So. Und mach's am Freitag einfach mit und dann schneidest du das in die Folge rein, wie du wahrscheinlich mit nicht ganz unattraktiven Damen dann zusammen wahrscheinlich deutlich kaputter bist als die. Ich überlege mir das.
Okay, super, Karl. Wir haben schon ganz viele tolle Sachen erzählt, aber jetzt müssen wir nochmal über deine Tenniskarriere reden, denn wir haben ja hier das LK-System als Aufhänger und da du jetzt bisher der höchstspielendste Gast bist, der die LK7 erreicht hat, okay, die ganz platte Frage. Wie erreiche ich LK7? Also wie, wenn du es schaffst, schaffe ich es auch, oder wenn du es schaffst, kannst jeder schaffen, oder war bei dir auch da eine Kombination von großem Willen, Training und Talent dabei? Also was hat da den meisten Ausschlag gegeben, dass du es in so schneller Zeit, in so, sagen wir, in so einem, ich will nicht sagen hohen Alter, in einem höheren Alter, als was ich jetzt habe, das erreicht hast? Ja, vielleicht ist das hohe Alter in dem Fall sogar ein Vorteil. Vielleicht, das erzähl mal. Also woran liegt es denn? Ich bin da irgendwie so reingerutscht. Mhm. Also ich habe unheimlich gerne Tennis gespielt, oder ich spiele immer noch unheimlich gerne Tennis, so dass ich mich mit einem, ehemaligen Mannschaftskollegen auch heute Morgen noch um 6.30 Uhr getroffen habe, vor meiner ersten Trainerstunde, und erstmal anderthalb Stunden Bälle mit dem geschlagen habe. So, das machen wir häufiger in der Woche, und ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Und ja, wenn du genügend Turniere spielst, so, dann findest du auch immer einen, der in dem Fall dann an dem Tag mal ein bisschen schlechter war. Leider habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, Turniere zu spielen, aber sonst würde ich das auch da weitermachen. Und so das erste Mal, dass ich einstellig geworden bin, da habe ich als LK12, glaube ich, einen LK9er geschlagen im April. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich tatsächlich da einen LK9 schlage. Aber an dem Tag war ich dann im Match-Tiebreak besser. Mhm. Ja, dann ist der Sommer so an mir vorbeigezogen und ich habe da eigentlich nie weiter drüber nachgedacht, jetzt tatsächlich nochmal anzugreifen und mal einstellig zu werden. Irgendwann im August, dann war ich nochmal sehr, sehr nah dran durch Zufall, und dann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt probierst du es mal und probierst LK9 zu werden. Das hat dann nachher am Ende auch noch funktioniert. Ja, dann, was machst du dann? Dann war durch Zufall mal ein LK8 dabei. Und ja, jetzt glaube ich, bin ich das zweite Jahr oder ich glaube das dritte Jahr LK7. Und irgendwann ist ja auch für dich so eine Talentgrenze erreicht, wo es dann halt nicht mehr weitergeht. Ich glaube, LK7, wenn ich gegen den LK7 spiele, gleiches Alter, der aber frühzeitig gelernt hat, dann gehe ich unter, aber ich freue mich dann auf das Bier, das er zahlen muss. Das wäre jetzt meine Frage, die du gerade so für mich so jetzt getriggert hast, und zwar die Sache mit jemand, der dann schon länger dabei ist. Wenn du gegen jemanden spielst und dann man quatscht ja vielleicht danach und redet so ein bisschen und du sagst, du spielst erst seit 13 Jahre waren es, oder? 13. Genau, du spielst seit 13 Jahren. Glauben die dir das oder sagen die, boah, das habe ich selten erlebt, dass jemand nach 13 Jahren irgendwie das Niveau irgendwie hat? Also bist du da, also sind die Leute irritiert oder bist du schon, also merkt man das irgendwie dann doch, dass du, sagen wir mal, Späteinsteiger bist? Also die Leute in der Leistungsklasse, die merken natürlich relativ schnell, dass ich ein Quereinsteiger bin. Okay. Weil die kennen sich alle untereinander. Ja. Also zumindest im regionalen Bereich, das ist ja dann schon teilweise Niederrheinliga im LK7-Bereich, die sind zusammen aufgewachsen. Ja, die haben sich früher auf Jugendturnieren getroffen, dann haben die sich im Herrenbereich getroffen, ne? Und der ein oder andere ist vielleicht weggezogen und vielleicht ist mal einer dazugezogen, ne? Aber die in dem Bereich, die kennen sich einfach. Genauso ist es bei mir. Ich bin erst 13 Jahre in diesem Tenniszirkus dabei und nichtsdestotrotz hier am Bezirk 1 sind wir hier jetzt gerade, kenne ich schon relativ viele, die nicht nur LK7 sind, sondern auch die LK22 sind. Mhm. Der Tenniszirkus ist dann doch, obwohl so viele Mitglieder da sind, sehr, sehr klein. Okay. Man kennt sich. Okay.
Und wenn du dann, wenn wir jetzt mal einfach uns überlegen, okay, du ziehst jetzt nach München und fängst irgendwie da an, Tennis zu spielen, würden dann die Leute irritiert sein und sagen, ey, du spielst doch nicht erst seit diesem Jahrtausend, sondern du hast doch bestimmt schon in den 90er Jahren den Schläger geschwungen. Also was meinst du denn, wie man das auch so von der Leistungsfähigkeit irgendwie einschätzt, einfach so, wenn man dich so sieht? Oder wenn du dich jetzt als Trainer vielleicht auch sehen würdest, also wie du selbst spielst, also wenn du dich selbst trainieren müsstest, meinst du, fällt das auf oder fällt das nicht auf? Ja, es fällt an der Beinarbeit auf. Okay. Ja, also wie gesagt, vom Fußball sind es eher raumgreifende Schritte. Hier sind es viele kleine Schritte. Man achtet mehr drauf, wie man sich zum Ball stellt. Das fällt den Leuten natürlich deutlich leichter, die es frühzeitig bei einem guten Trainer vernünftig gelernt haben. Dann mal ein Blick in die Zukunft. Also LK7 jetzt, und du hast ja quasi gesagt, dass die Spitze ist damit vielleicht erreicht, oder guckst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen, okay, wie könnte es denn vielleicht doch die LK6 noch erreichen? Also wenn du mal eine ganz gute Saison oder so hast, meinst du, das ist nochmal drin, oder ist das vielleicht auch eine Sache, die du dir dann aufhebst, wenn du dann in ein paar Jahren Herren 50 spielen darfst oder musst oder kannst? Tatsächlich ist es so, dass ich mir natürlich ein Ziel gesetzt habe, aber das ist nicht mehr LK-bezogen, sondern ich würde gerne mit 50. Ich hoffe, es ist nicht so vermessen, und ich hoffe, das fällt mir nie auf die Füße. Ich möchte gerne mal in die deutsche Rangliste rein. Das wäre ein Ziel, was ich mir gestellt habe, was ich dann natürlich mit einem LK-Turnier in dem Fall nicht erreichen kann. Dazu muss ich halt Ranglistenturniere spielen, aber das wäre nochmal schön. Ich glaube, so große Ziele sind gar nicht so verkehrt oder böse, weil von den ganzen Profi-Tennis-Podcasts, die wir auch beide hören, wenn da mal Leute zu Gast sind, die im professionellen Tennis unterwegs sind, die sagen, also ich höre da immer raus, die Leute setzen sich eigentlich viel zu kleine Ziele. Also wird oft so gesagt, da nimmt sich ein Spieler vor, er möchte in die Top 100, und der soll sich dann eigentlich vornehmen, er will in die Top 50, ja, dann, weil für die Leute ist plötzlich dann 100 eine ganz magische Barriere, wo man nicht rüberkommt. Deswegen glaube ich, höhere Ziele sind, glaube ich, immer so ein bisschen besser, weil dann ist auch dieser Sprung, den zu schaffen, gar nicht mehr so schlimm, weil du im Kopf hast, da kommt ja irgendwie nochmal was viel, viel Höheres, was erreicht werden kann. Von daher finde ich das klasse, und umso besser finde ich es, wenn wir dann in ein paar Jahren hier miteinander sprechen können und du erzählen kannst, wie du es dann geschafft hast, vielleicht sogar das Ziel zu erreichen. Wäre schön. Ja, das schreibe ich mir auf die Liste, das machen wir dann auf einmal. Okay, dann, ich habe ja auch geguckt, du hast eine Vielzahl natürlich an Spielen gemacht, das hat man hier schon rausgehört, wenn man genug spielt, dann steigt man auch irgendwie höher und kriegt irgendwie mehr Erfahrung, und von all diesen ganzen Spielen, die du in deinem Leben bisher gemacht hast, erzähl mal, während hier ein Telefon klingelt, was ist denn so, dass, gibt es so ein wunderschönes Spiel, was du irgendwie in deiner Erinnerung hast, oder irgendwie ein ganz, ganz tolles Spiel, was für dich ja von enormer Wichtigkeit war? Sei es vielleicht das erste, der größte Erfolg oder der härteste Gegner oder das längste Match. Was ist denn so ein Spiel, was du uns so ein bisschen als ein Spiel des Lebens irgendwie verkaufen könntest? Tatsächlich war bei dem Spiel keiner dabei. Das war, als ich die LK9 geschlagen habe. Wir waren tatsächlich ganz alleine auf dem Platz. Er konnte nur vormittags, ich konnte nur vormittags, und der damalige Turnierveranstalter hat uns die Möglichkeit gegeben, in Gürzenich dort zu spielen. Er als Gastronom tätig, hatte deshalb Vormittagszeit, und ich als Trainer ja tätig. Da passte uns das sehr gut. Das war eigentlich für mich mein größter Erfolg. Ja. Okay. Und war das Spiel auch irgendwie besonders, oder war das so ein ganz normales, keine Ahnung, 6-4, 6-3 und Haken dran, oder war es auch dann, du hast gesagt Match-Tiebreak, oder? Match-Tiebreak. Genau, das war sogar so ein richtig enges Match, okay. Gut, wenn wir aber auch beim Spiel des Lebens sind, müssen wir auch die bitterste Niederlage oder so irgendwie verarbeiten. Gibt es da auch etwas, was du hier mit den Hörerinnen und Hörern irgendwie teilen möchtest, was mal ganz besonders ist? Möchte ich eigentlich nicht teilen, aber natürlich gibt es auch die. Und zwar waren es immer die Spiele, die ich dringend gewinnen musste für mich im Kopf. Wir haben hier mit der Mannschaft zweimal den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Und beide Male war ich mehr oder weniger unbeteiligt. Einmal als Nummer 1 habe ich gelogen. Mist. Nee, ich war die Nummer 2. Und einmal als, ich glaube, auch Nummer 2 oder Nummer 3.
Und beide Spiele habe ich verloren. Eins davon auch ganz klar verloren, also mit Pauken und Trompeten. Ich habe es bis zum 1-1 geschafft und danach hat er dann die restlichen 11 Spiele in Folge gemacht. Das war aber wirklich dann wieder so ein Spieler, selbe LK wie ich, also auch LK7, nur von Kindesbeinen dann gelernt. Und ich an dem Tag auch nicht besonders gut. Also ich glaube, mit Druck innerhalb für das Team spielen, da bin ich auch wirklich noch nicht gut. Ist das nur so ein Ding, wenn du fürs Team spielst oder auch wenn du quasi dir alleine aus irgendwelchen Gründen Druck machst, weil du denkst, okay, das ist jetzt die letzte Chance, irgendwie, keine Ahnung, LKX zu halten, ich muss das heute noch gewinnen, sonst dann bin ich raus, oder ist das wirklich eher so ein Ding, was du mitgeschleppt hast aus der Teamsportart Fußball, dass du das Team so sehr dann im Kopf hast, was dich dann irgendwie vielleicht bremst? Eigentlich sollte ich ein Team ja fördern und es sitzt ja auch immer einer deiner Mannschaftskollegen auf der Bank und versucht dich zu unterstützen, aber das kommt bei mir im Kopf scheinbar nicht so richtig an, sondern ich weiß ganz genau, wenn ich verliere, dann liegt das Team 1-0 zurück. Und vielleicht muss ich da mal auf die Couch. Ist denn das auch schon in, sagen wir mal, in den Sphären, wo du gerade trainiert wirst oder wie du dich trainierst, schon ein wichtiger Punkt, irgendwie die Psyche, wie man die irgendwie stabilisieren kann und auch stärker halten kann, oder ist das immer noch so ein bisschen außen vor in den Sphären, in denen du dich bewegst? Das ist völlig unabhängig von einer LK-Stellung. Okay. Ja, okay. Also der Bereich dort, der mentale Bereich, wer da stärker ist, gewinnt nachher das Spiel. Wenn er genauso gut spielen kann wie der Gegenüber und du bist mental stärker, dann wirst du das Spiel gewinnen. Ja, du kannst dich länger fokussieren auf einen Punkt und das ist auch Teil der B-Trainer-Ausbildung, wo du bei dem C-Trainer relativ wenig drüber sprichst, ne? Aber beim B-Trainer ist es schon ein Bereich und kann ich wieder nur den WTV loben als Verband in der Ausbildung, die sich da tatsächlich professionelle Hilfe holen und in den Fortbildungen dort dann echte Spezialisten holen, die auch auf der WTA unterwegs waren und jetzt in den sportpsychologischen Bereich reingegangen sind und wirklich aus erster Hand im Leistungssport erzählen können, Mensch, wenn du das und das tust, ja, dann kannst du dein Tennisspiel nochmal auf ein anderes Level heben. Und das auch quasi ab, sagen wir, der untersten Leistungsklasse, wo das quasi schon relevant wird, damit Leute da quasi die psychische Festigkeit haben, wenn es mal irgendwie knapp ist, dass sie das Spiel dann trotzdem für sich entscheiden können. Ja, genau. Okay. Ja, also du liegst gerade 9-10 hinten im Match-Tiebreak und das ist genau der Part, den du eigentlich noch gewinnen müsstest. Es ist das letzte Match und du schaffst es, dich wirklich nochmal voll zu konzentrieren, ohne dass du dir selber diesen Druck machst. Das ist ein interessanter Bereich auch, finde ich. Ja, vielleicht sollte ich mir da auch nochmal dann für die Zukunft jemanden suchen, der da auch wirklich nochmal ganz viel zu erzählen kann, denn mit dir möchte ich jetzt mal ein anderes Spezialthema noch anreißen, wenn wir zu deiner Karriere, ich habe hier noch so schöne Sachen wie draufstehen, wo ich vielleicht noch gerne drüber geredet hätte, aber ich würde mir das vielleicht dann wirklich aufsparen, dann mal für die Zeit, wenn wir dann darüber reden, wenn du es in die Rangliste vielleicht geschafft hast. Nee, ich würde auch mit dir noch gerne über das Thema Turnierveranstaltung reden, denn da haben wir uns vorher darauf geeinigt, dass das so ein bisschen unser Spezialthema hier sein soll, wo du mal was zu erzählen kannst. Denn so ganz platt gesagt und Ja-Nein-Frage, du veranstaltest auch Turniere. Ja. Dann musst du mir jetzt mal einen Crashkurs geben. Also wenn ich jetzt ein Turnier veranstalten möchte und zu dir komme, hey komm Karl, ich möchte in 2 Wochen ein Turnier veranstalten, wirst du mir sagen, 2 Wochen ist ein bisschen kurz wahrscheinlich. Und deswegen erzähl mal, wann fange ich denn an, ein Turnier zu planen und was sind denn so die ersten Schritte? Also wenn ich mir jetzt mal, keine Ahnung, eine Ausbildung bei dir machen kann, als jemand, der ein Tennisturnier veranstalten möchte, was bringst du mir denn zuerst bei in der ersten Lektion? 2 Wochen ist mittlerweile tatsächlich zu kurz. Es ging am Anfang tatsächlich mit dem TVN noch so, dass man innerhalb von 2 Wochen ein Turnier anmelden konnte. Heute möchte der TVN gerne 4 Wochen vorher, dass das Turnier zumindest angemeldet ist. Aber somit ist 2 Wochen richtig kurz. Unter Umständen genehmigt man das. Das kann durchaus mal sein. Aber eigentlich so 4 Wochen vorher sollte zumindest die Planung stehen.
das, was du jetzt gerade sagst, das haben ja dann viele Vereine auch probiert und probieren selber ein Turnier zu veranstalten. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Teil. Aber Leute, die es halt schon länger machen, und ich glaube, ich mache das jetzt im 9. Jahr oder ich weiß es nicht so genau, 9. Jahr, 10 Jahre, nee, ich denke 9 Jahre, die haben natürlich schon ein bisschen Spielerkalender, über den sie zugreifen können. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe und sage, ich mache dann und dann ein Turnier, dann habe ich 3.000 Leute Minimum angeschrieben, die sich jetzt unter Umständen auf einem Turnier melden. Und ich sage deshalb nur 3.000, weil ich in Troisdorf bzw. Overath mit einem Turnierveranstalter zusammenarbeite. Wenn wir zusammen eine E-Mail losschicken, dann haben wir 10.000 Leute, die wir anschreiben, die sich dann auf ein Turnier melden können. Das sind dann quasi alles Spieler, die potenziell interessiert werden, die irgendwann mal schon die irgendwo dabei waren. Irgendwann schon mal bei einem Turnier bei mir oder bei dem Veit Heller ein Turnier gespielt haben. Dazu gefragt, bringt das was? Also, oder sind die Leute nicht sowieso auf Turniersuche und finden dann irgendwie in irgendwelchen Online-Portalen das Turnier? Also ist das wirklich eine effiziente Maßnahme oder auch eine wichtige, damit man überhaupt auch ein paar Leute auch so noch zusammenbekommt? Oder ist das eher so, ich will nicht sagen Spam, aber halt also der Ertrag recht klein dafür, dass man halt so viele Leute anschreiben muss? Hast du Erfahrungswerte? Also ich habe Erfahrungswerte, dass die sich gut, dass du nochmal eine E-Mail geschrieben hast, Karl. Ja, also das hört man schon mal, weil ich habe es vergessen oder ich wusste, dass du eins machst. Ich wollte eigentlich diese Woche keins spielen, aber das passt jetzt gerade genau rein. Ja, so dass eigentlich bei mir so 2 Wochen vorher oder eine Woche vorher die erste E-Mail rausgeht und dann 2 oder 3 Tage vorm Nennschluss geht nochmal so eine Art Reminder raus. Achtung, du musst dich jetzt so langsam anmelden, weil ansonsten ist es zu spät. Dann ist der Nennschluss vorbei. Okay. Was für Turniere veranstaltest du denn dann? Also so LK-Turniere handelsüblich für alle Leistungsklassen oder sind da auch, sagen wir mal, höherklassige, große irgendwie mit dabei? Also was machst du denn genau? Ich bin tatsächlich gestartet mit LK-Turnieren. So, das ist dann passend fürs kleine Tennis. So. Ja, klar. Da komme ich her. Ich habe die ersten Turniere im Verband Mittelrhein gespielt. Die haben das LK-System, glaube ich, 1 oder 2 Jahre länger als wir. Und da konnte man kleines Tennis spielen. Das heißt, hier im Niederrhein, zu der Zeit, wo ich gestartet bin, gab es das LK-System nicht. Und ich habe mich auf Turniere angemeldet. Ich komme vom Fußball, für mich war es ganz normal, dass ich 32 bis 40 Spieltage hatte und für mich war dann hier die Mädensaison 5 Spiele, 6 Spiele und dann war die Geschichte schon wieder vorbei. Das hat mir einfach persönlich nicht gereicht, also habe ich mich auf solche Ranglistenturniere völlig unbedarft angemeldet und bin regelmäßig schön verhauen worden. Dass ich heute noch weiß, mein erstes Spiel überhaupt in der Wertung habe ich gegen Rainer Bongard gemacht. Rainer Bongard war ehemals mal so die Nummer 76 wohl bei den offenen Herren in Deutschland. Habe damals meine Frau daneben gehabt und die hat immer nur noch gefragt, ob ich den Ball sehe. Oh, der schlug einfach nur immer irgendwo ein, allerdings vorher erst immer im Feld. Also keine Gnade. Doch, der hatte echt Gnade, weil ich habe nur 6-1, 6-1 verloren. Der hat also immer bis zum 5-0 Vollgas gegeben. Dann hat er mir ein Spiel geschenkt. Und dann hat er wieder bis 5-0 Vollgas gegeben. Und dann hat er mir wieder ein Spiel geschenkt. Jetzt müsste ich sagen, nein, ich habe es mir hart erarbeitet. Nein, das war nicht so. Und so bin ich dann dazu gekommen und habe selber gesagt, ich spiele dort verschiedene Turniere.
Der Verband Niederrhein hat sich dann auch auf das LK-System geeinigt. Lass mich so ein Ding hier bei uns in St. Tönis mal aufziehen. Ich probiere es einfach mal. Das hat von Beginn an eigentlich ganz gut geklappt. Es wurde angenommen. Leider war ich in Krefeld nicht der Erste, der das gemacht hat. Aber ich war der Zweite. Okay. Ja? Was ist denn da der Worst Case? Also, wenn man zum ersten Mal so ein Turnier veranstaltet, meine größte Angst wäre ja, dass keiner kommt oder zu wenig Leute Interesse haben. Also passiert sowas, dass du denkst, okay, so ein Turnier ist jetzt irgendwie, weiß nicht, vollkommen schiefgelaufen, weil einfach zu wenig Leute gekommen sind oder sich zu wenig angemeldet haben? Oder kriegt man das schon irgendwie hin durch diese diversen Maßnahmen, durch Leute anschreiben und durch Leute aus dem eigenen Verein, die dann irgendwie vorbeikommen? Es war tatsächlich am Anfang so, dass ich hier natürlich Hilfe innerhalb des Vereins hatte. Das heißt also, dass so die ersten 10, 12 Mitglieder hier aus dem eigenen Verein teilgenommen haben und dadurch sich schon nachher eine Stammklientel sich gebildet hat. Also ich sag mal, vielleicht war das erste Turnier nur mit 50 Leuten besetzt für so ein Wochenende. Was ich mittlerweile schaffe, auch mit 80 oder 100 Leuten zu besetzen. Es ist tatsächlich die ganze Zeit immer weiter gewachsen. Es schrumpft nicht, sondern es funktioniert, weil es auch genau auf die Leute abgestimmt ist. Das ist dieses LK-System. Du hast zwei Spiele an einem Tag oder ein Spiel samstags, ein Spiel sonntags und du kannst es in deine Freizeit um deine Familie herum bauen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an diesem System. Wie viele Turniere veranstaltest du denn oder organisierst du denn in so einer Saison? Hast du da irgendwie so eine Hausmarke, die du nennen kannst? Ich schätze circa 10, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ne? Also wenn ich jetzt den Samstag und den Sonntag als ein Turnier rechne, dann dürften es so 10, 12 sein. Und das muss man auch mal klären. Machst du das im Auftrag für jemanden oder ist das auch Teil deiner Selbstständigkeit? Oder ist das dann nochmal Hobby irgendwie obendrauf? Wie ist denn das bei der Ausrichtung von Turnieren, also in deinem Leben? Die Frage ist ein bisschen gemein, weil es ist natürlich eine finanzielle Geschichte. Klar, ja. Ne? Also sprich, ich mache das schon in meinem eigenen Auftrag. Ich muss da kaufmännisch arbeiten. So. Aber es ist auch nicht so, als dass ich jetzt sagen könnte, ich höre mit der Trainer, mit meinem Hauptberuf auf und mache nur noch Turnierveranstalter. So viel bleibt dann halt doch nicht hängen. Es ist also daher auch eine ganze Menge Spaß dabei, die Leute immer wieder zu treffen und wie sie sich, ich habe ja jetzt Leute wirklich, wenn du das 9 Jahre machst, ich habe ja Leute mit begleitet, die zu meinem Stammpersonal, zu meinem Stammspielern gehören, die sich auch wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also genauso wie ich mein Tennis Gott sei Dank verbessert habe, sind da natürlich auch Leute bei, die unabhängig von der LK. Sie haben natürlich ihre LK verbessert, aber sie haben sich auch spielerisch und technisch deutlich verbessert. Das macht mir dann natürlich auch Spaß. Ja. Okay, nee, also dann, aber gut, dann 10 Turniere, also das ist dann für die Sommersaison oder fürs ganze Jahr? Oder kommt da im Winter auch nochmal so ein bisschen was oben drauf? Weil Winter ist ja jetzt auch nicht so die Saison, wo viele Leute spielen wahrscheinlich. Oder sind Winterturniere ähnlich oft, was du da an Arbeitsbelastung hast? Wir haben leider zu wenig Hallen. Okay. Ja, sprich, ich mache es auch tatsächlich nur hier in der St. Tönisser Halle. Wir haben hier eine gute Gastronomie, wir haben vernünftiges Licht, wir haben vernünftige Tennisplätze. Es ist alles gepflegt, so dass es auch wirklich den Leuten Spaß macht, hier zu spielen. Und Tennis ist ja Gott sei Dank jetzt nicht nur Bälle über dieses Netz schlagen, sondern sich danach auch noch hinsetzen und gepflegt ein Bier, ein Kaffee oder ein Stück Kuchen zu essen oder eine Currywurst oder was auch immer. Es gibt ja auch noch daneben auch noch ein bisschen was. Und das kannst du hier in der St. Tönisser Halle wirklich sehr, sehr schön machen. Okay. Deshalb würde ich gar nicht überall ein Turnier anbieten wollen. Okay. Das müsste die Rahmenbedingungen, die müssten halt auch stimmen. Okay. Dann gib mir nochmal so, weiß nicht, einen abschließenden, ultimativen Tipp.
Was muss ich am meisten mir irgendwie merken, wenn ich jetzt anfangen möchte, ein Tennisturnier zu veranstalten? Was ist so die erste Grundregel, die ich vielleicht im Kopf haben sollte? Du solltest dir jemanden suchen, der möglichst viel Kontakt zu anderen Tennisspielern hat. Ich meine, das machst du ja jetzt schon. Du wirst ja schneller Kontakte schaffen, als ich es tue, zumindest weitreichender. Ja, diese Kontakte, die brauchst du. Du brauchst halt Leute, die sagen, Mensch, beim Stefan, da hast du immer Spaß, da hast du immer auch die richtigen Gegner. Denn das ist ja in dem Fall viel wichtiger. Es kommt keiner zu deinem LK-Turnier, wenn du nur LK23 dort vor Ort hast. So, dann passt das System einfach nicht mehr. Dann viele Spieler kennen dann richtig irgendwann mal mein kleines Tennisturnier aus und da werde ich dich ja nochmal fragen, was ich vielleicht noch zu achten habe. Dann suche ich mir noch ein paar mehr Regeln und dann gibt es irgendwann mal. Regeln, du musst die Regeln natürlich können. Ne? Also ein Tennisturnier darfst du ja mittlerweile nur noch mit LK-Führerschein machen. Ne? Du hast ja, glaube ich, in Folge 4 war das, hattest du einen Schiedsrichter dabei. Ja, genau, der war recht weit oben auch schon mal quasi im Stuhlschiedsrichter war, genau. Und das. Also den holst du dir dann dazu, denn du brauchst einen Oberschiedsrichter. Und das könntest du doch auch machen, oder? Ich habe ja hier irgendwie noch auf meinem Zettel stehen, das ist ein Thema, was wir heute aussparen, aber du bist ja auch noch nebenbei Oberschiedsrichter, oder? Genau. Dann merke ich mir das auf jeden Fall auch noch. Dann, wer weiß, vielleicht können wir mal dann irgendwann, ich meine, mein großer Traum ist ja das kleine Tennis Masters, wo ich einfach mal alle Leute, wenn wir hier mal irgendwie 32 Folgen zusammen haben, dass man die irgendwo auf eine Insel in die Karibik fliegt und wir alle dann gemeinsam gucken, wer von den bisherigen kleinen Tennisgästen. Ich dachte, dieses kleine Tennis hier, der Podcast wirft nicht so viel ab. Nee, ja, das ist, wie gesagt, das ist halt nur der große Traum. Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht kann es auch irgendwo anders stattfinden. Aber dann, um mal da zu sehen, wie passiert, wenn wir alle aufeinandertreffen würden, das stelle ich mir sehr romantisch lustig vor. Ich weiß nicht, ob ihr in Hilden dazu die Möglichkeit habt, aber vermutlich. Ich würde es hier versuchen möglich zu machen, dass wir uns hier treffen und würde uns für einen Tag, für zwei Tage hier die Tennisplätze reservieren. Das, also ich glaube, wenn die Masse mal hier groß genug ist und wir dann irgendwie so ein kleines Feld zusammenbekommen, dann ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir das mal ausprobieren. Das behalten wir mal im Blick und dann darfst du entweder mitspielen oder bist Oberschiedsrichter. Ich würde natürlich lieber mitspielen, als Oberschiedsrichter zu sein. Dann würde ich jetzt zur beliebten oder unbeliebten, nee, ich glaube beliebten Kategorie entweder oder übergehen, außer du willst noch was sagen zur Turnierveranstaltung. Wenn du keine Frage mehr hast, ich... Erstmal nicht. Ja, dann. Dann machen wir mal entweder oder, würde ich sagen. Gut. Dann, ja, fangen wir einfach an. Ja, Fuchsfehler beim Gegner, darauf hinweisen oder nicht? Es ist mein Gegner? Nein, ich weise nicht darauf hin. Okay. Weil das Thema beschäftigt mich in letzter Zeit so ein bisschen, weil ich habe da, glaube ich, auch irgendwie einen Artikel drüber gelesen, irgendwo gefunden im Internet, der war, glaube ich, sogar schon älter, dieses Fußfehler-Ding, das schleift sich bei einigen Leuten richtig ein, dass sie jetzt ständig übertreten. Was macht man denn da? Also es gibt ja Leute, die können damit leben oder Leute, die regen sich drüber auf und ich weiß nicht, wie es dir jetzt, wie gesagt, als Schiedsrichter da so geht, aber spricht man sowas irgendwann mal an, weil... Wieder eine böse Frage, denn als Oberschiedsrichter muss ich in Anführungsstrichen reagieren, wenn mich ein Spieler drauf anspricht. Ja, also sprich, ich bin ja kein Stuhlschiedsrichter, wie glaube ich Malte war es. Ne? Genau. Als Stuhlschiedsrichter muss er ansprechen. Ich werde angesprochen von einem Spieler und muss dann eigentlich zum Platz hin und muss dann mir das selber dort vor Ort einmal anschauen und muss dann halt reagieren, muss dann sagen, Mensch, bitte pass mal ein bisschen auf. So wäre auch das korrekte Vorgehen, wenn mich das wirklich stören würde. Okay. Ja. Okay. Ja. Mit LK 23 oder 22 hattest du, ne? Nee, ich habe noch gar keine. Ich steige erst wieder ein. Also du steigst ein, genau. So, das, wenn du nicht sofort in der Regionalliga startest, ne, oder in der Niederrheinliga, dann kommt der Oberschiedsrichter ja nicht so auf dich zu. Nee, passt. Ich glaube, ich könnte damit aktuell noch leben, aber die Frage hat mich irgendwie beschäftigt und jetzt hast du auch diese böse Frage abbekommen. Die nächsten werden, glaube ich, noch ein bisschen entspannter. Also wenn dich das wirklich stört,
Ne, dann wirklich zu demjenigen hingehen, ihn selber erst ansprechen. Vielleicht, einer ist ja immer bei euch Oberschiedsrichter, der Kapitän der Gastmannschaft, den kannst du dann ja hinzuziehen. Aber bei 5 Zentimetern, Stefan. Nee, das verzeih ich noch. Nee, ich, oh Gott, nicht, dass die Leute ein falsches Bild von mir haben. Kommt doch keiner zu meinem Turnier. Nee, dann machen wir mal eine einfachere Frage. Turnier veranstalten oder mitspielen? Wir haben, glaube ich, hier am Niederrhein wirklich gute Turnierveranstalter. Das heißt, der Christian Engelberg, der Jürgen Luther. Ich zähle mich selber auch dazu. Wir hatten noch mit dem Fabian Becker vom Seitenfarm Cup hatten wir gute Turnierveranstalter oder haben gute Turnierveranstalter vor Ort, die auch schon viele Spieler haben, auf die sie zurückgreifen können, so dass ich lieber mitspielen würde an deiner Stelle. Okay. Warmlaufen oder gleich auf dem Platz? Ja. Es wäre schön, wenn die Leute sich warmlaufen oder Stretching vorher machen, so, damit sie sich nicht verletzen. Die Regel ist es leider nicht. Was machst du? Ja. Also ist es ein wichtiges Spiel, gehe ich vorbereitet rein, dann mache ich schon etwas. Ja. Ist es ein für mich nicht so wichtiges Spiel, dann ohne Warmlaufen. Nächste Frage, Tennis mit 45 Jahren noch anfangen oder sein lassen? Auf jeden Fall anfangen. Dieser Sport macht in jeder Altersklasse Spaß und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Mhm. Mit 45 kann das sein, dass man Familie gegründet hat oder Familie bestehend ist und rückblickend bin ich ja durch meine Tochter zum Tennissport hingekommen und auf jeden Fall anfangen. Okay. Letzte Frage, Ball über den Zaun oder übers Clubhausdach? Weder das eine noch das andere. Okay, deine Bälle gehen hinten an die Begrenzung des Sounds. Auch das möglichst sein lassen, aber es ist ja immer so, dass wenn du solches tust, weiß dein Gegner ja auch, dass du dich sehr ärgerst, gerade in dem Augenblick. Wir haben einen Spieler bei uns in der Mannschaft, der hat das hervorragend drauf, dass man nicht sieht, was er gerade denkt. Hm. Pokerface. Das ist ja genau. Ich glaube, der kann bestimmt auch sehr, sehr gut pokern. Super, Karl. Ich wäre soweit durch und ja, eigentlich muss ich dich fragen, willst du noch unbedingt was loswerden an die große, weite Öffentlichkeit oder gibt es noch was, was du sagen wolltest, was du bisher noch nicht sagen konntest? Ja, wir sind ja jetzt leider sehr, sehr Corona betroffen mit unserem Sport, wie viele andere Sportarten auch. Was ich hier sagen möchte, bitte haltet den Abstand in eurem Club, nehmt die 1,50, nehmt das sehr, sehr ernst, so, denn nehmt ihr es nicht ernst, dann schließt man relativ schnell den Club wieder und das möchte, glaube ich, keiner von uns. Das wäre eine Bitte, so, die jetzt gerade ja ganz aktuell in Essen gerade passiert ist, wo man halt mittlerweile kein Doppel mehr spielen darf. Das ging ja gestern erst über den Ticker. Deshalb lasst uns im Moment durch die Corona-Zeit noch gucken, dass wir das irgendwie gut hinkriegen und den Abstand einhalten, sodass das Ordnungsamt uns nicht irgendwelche Clubs nachher noch zumacht. Genau, das sind tolle Schlussworte. Also kann ich mich nur anschließen. Das ist, glaube ich, genauso, wie wir es machen sollten. Abstand einhalten. Die Regeln gibt es nicht ohne Grund. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich dann recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier miteinander quatschen konnten. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Du hast mir quasi die Sachen erzählt, die ich unbedingt wissen wollte, wo ich dachte, das wird bestimmt spannend und es wurde auch spannend. Und ja, dann hoffe ich, dass viele Leute den Podcast auch so spannend fanden, wie ich ihn weiterempfehlen, am besten im eigenen Verein. Ich glaube, das ist immer Mund-zu-Mund-Propaganda immer am besten, wenn man den Leuten erzählt, ey, das ist vielleicht cool, wenn einem das hier irgendwie gefällt. Ja, und wir beide, würde ich sagen, sehen uns dann entweder Freitag beim Cardio-Tennis oder wenn du... Lassen wir es dabei bestehen, also am Freitag beim Cardio-Tennis. Ganz genau. Dann vielen, vielen Dank, Karl, und ja, mach's gut. Ja, ich danke dir, Stefan. Schön, dass du da warst. Ja, super. Ciao. Ciao.
das war Kleines Tennis.